So, und damit herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die in einem neuen Let's Play. Ganz alleine in der Alpha 21 Beta Vanilla. Ein komplettes Overhaul Modpack. Wir sind hier gerade gespawnt in einer selbst generierten 10K Map. Und ich würde sagen, wir, warte mal, kann ich die hier irgendwie, kann ich die lesen hier, die komische Textnotiz? Ach ja, da steht's doch. Genau. Hallo, es freut mich sehr, dass du die Beta Vanilla spielst. Komm doch auf meinen Discord, da gibt es immer alle Informationen zur Beta Vanilla und zusätzliche Downloads wie ein Zombie-Navi oder die Beta Vanilla The Walking Dead Version. Genau. MFG Sachse. Hallo Sachse, einen wunderschönen guten Tag. Viele, viele Grüße an dieser Stelle von meiner Wenigkeit. Ich bin gespannt auf dieses Modpack. Ja, ich habe ja gesagt, 7 Days wird weitergehen und ich habe auch gesagt, ich weiß noch nicht, was wir genau spielen. Ich habe so ein bisschen rumgerätselt und konnte mich auch erst nicht so ganz entscheiden, ob wir vielleicht doch die Präpokalypse spielen oder, also Präpokalypse ist auch ein Modpack, oder ob wir Age of Oblivion spielen oder vielleicht irgendwie sowas wie Darkness Falls oder so. Oder doch ganz normales Vanilla 7 Days. Und dann dachte ich mir so, ja, guckst du mal nochmal durch alles und hab dann nochmal die Beta Vanilla Mod gesehen. Die kannte ich auch schon vorher. Ist jetzt nicht so, als wenn ich die nicht kenne. Und dann dachte ich mir so, ja, warum eigentlich nicht? Weil ich bin ja eigentlich sowieso großer Fan von Vanilla 7 Days, ja. Und also schon immer gewesen. Und es gibt aber auch so in 7 Days immer schon irgendwelche Dinge, die mich auch so ein bisschen gestört haben. Ne? Auch in dem Let's Play mit Jule zusammen. Zum Beispiel diese ganze Schreitanten-Nummer, ne? Dass jedes Mal diese Schreitante da ankommt. Achso, falls ihr euch wundert, woher jetzt hier die Dose gekommen ist. Die bekommt man scheinbar so hier zugesteckt. Eine Spaghetti ist in der Dose, finde ich gut. Der Sachse hat einen guten Geschmack. Muss man ihm lassen. Das ist hier in diesem Modpack ein wenig anders. Hier ist vieles anders, ja. Grob gesagt ist die Beta Vanilla ein komplett Overhaul, ja. Also das ganze Spiel wird irgendwo umgekrempelt mit diesem Modpack. Aber sie ändert halt trotzdem nicht so extrem viel vom Vanilla-Spiel. Sondern man bringt halt viele Quality-of-Life-Features mit. Also Dinge, die einem das Leben in 7 Days ein bisschen erleichtern. Gleichzeitig ist dieses Modpack aber auch ein bisschen schwerer. Hat zum Beispiel einen erhöhten Zombie-Spawn. Also ich habe es mal getestet heute Nachmittag. Ich habe sogar eine Folge aufgenommen. Allerdings, ich habe gerade Bereitschaft hier am Wochenende und habe dann mitten im Let's Play irgendwie 3 Anrufe bekommen und musste jedes Mal unterbrechen, dass ich dann gesagt habe, okay, ich schmeiß die Folge in die Tonne und nehme einfach nochmal neu auf. Also viele Quality of Life Features. Das fängt zum Beispiel an mit diesem großen, schönen Inventar hier, was man noch freischalten muss komplett, also leveln muss mit Packesel, ja. Das Inventar ist größer. Es gibt 30.000er Stacks, ja, also viele Sachen, keine Ahnung, Pflastersteine oder so sind ja immer 1.000er Stacks, die stacken dann bis 30.000. Blöcke genauso, die Baublöcke, ne? Die stacken auch irgendwie bis 30.000. Man kann gewisse Dinge herstellen, wie zum Beispiel Messbecher oder Säure, kann man selber craften. Ja, ansonsten, was hat die denn noch? Die hat Zombie-HP-Bar drin. Ich habe das hier so nebenher offen. Ich verlinke euch auch die Mod, die Webseite oder beziehungsweise wo ihr die Mod bekommt. Das gibt's auf 7daystodiemods.com/bettervanilla. Steht auch alles in der Videobeschreibung. Was ist noch zum Beispiel anders? Also Zombie-HP-Bar ist hier direkt integriert. Die Zombies haben auch andere Namen. Es gibt keine Schrei-Zombies. Wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, 3 Schmieden am Brennen hat und irgendwie eine Chemiestation, dann kommt ja immer diese Schreitante im Nachthemd. Das passiert hier halt nicht. Die kommt hier halt nicht angelatscht, ne?
Und, achso, ich muss noch die Hose anziehen. Können wir denn hier auch Pflanzenfaser, Handschuhe, ein Hemd, Kapuze und die Schuhe machen wir auch mal. So, tragen, 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 haben wir wenigstens mal was an. Also die kommt halt hier nicht, diese Schreitante, die ist hier nicht dabei. Man kann hier in diesem Modpack auch Stufe 6 Items selber herstellen. Also man muss nicht unbedingt einen 6er Stahlknüppel oder sonst irgendwie was finden, sondern man kann den selber herstellen. Im zerfallenen Gebiet bekommt man zum Beispiel Strahlenschaden. Da kann man sich aber einen Strahlenschutzanzug selber bauen. Das geht zum Beispiel hier. Es gibt größere Wanderhorden in diesem Modpack. Boah, hier soll Janka, geil. So. Also ist vieles dabei. Es ist zum Beispiel Alpha 19 Farming mit drin. Das heißt, wenn man Pflanzen aberntet, bleiben die Seeds, die Samen bleiben im Boden drin, ja. Was ja in der Alpha 21 nicht mehr so ist. Und ja, ich bin gespannt. Im Moment, wie gesagt, das hier ist eine selbst generierte Karte. Wenn jemand die Karte gerne haben möchte, ich denke mal, ich werde sie hochladen und wieder zum Download anbieten. Wird dann auch in der Videobeschreibung verlinkt sein. Ich verlinke euch das Modpack. Ich verlinke euch auch den 7 Days to Die Mod Launcher, wo ihr den herbekommt. Das ist sehr, sehr einfach zu bedienende Mod-Verwaltung für 7 Days to Die. Funktioniert tadellos, updatet sich selber, ist einfach zu bedienen. Eigentlich für jeden machbar. Ich glaube, hier die Werkzeuge, die halten auch ein bisschen besser. Ich glaube, die halten länger. Kommt mir jedenfalls so vor. Ja, und die Karte, wie gesagt, ist selbst generiert. Eine 10K-Karte. Es gibt ein paar größere Städte. Mehrere Städte sind irgendwie im Südwesten. Und ich denke mal, wir werden in diese Richtung dann gehen. Ich müsste mal gucken, wo wir hier eigentlich sind. Wir sind bei 520 Ost, 1833 Süd. Also wir müssten dann irgendwie vermutlich hier so... Vermutlich irgendwie hier unten hin oder so. Also hier irgendwo müssten die Städte sein. Aber wir lassen uns mal überraschen. So. Ja, zu dem alten Let's Play. Ja, was soll man sagen? Also viele trauern ja dem Let's Play mit Jule so ein bisschen nach. Kann ja auch gut verstehen. Aber ich denke mal, einige werden auch gemerkt haben, dass so echt in den letzten zwei Wochen war wirklich irgendwie so dann, keine Ahnung, irgendwie die Luft war raus. Und wir wussten auch irgendwie selber dann nicht mehr, was wir machen sollten. Vor allen Dingen ich bin da immer ziemlich... Ich tue mir da immer ziemlich schwer mit, 7 Days to Die dann irgendwie länger zu spielen, wenn ich ein gewisses Level erreicht habe. Also wenn ich irgendwie an dem Punkt bin, wo das mich überhaupt nicht mehr umhaut, irgendwie mal eben, keine Ahnung, bau dir mal irgendwas aus Beton, ganz egal, was es ist, und du kannst es einfach machen, weil du halt eben 5 Zementmischer hast und 2 Chemiestationen und 3 Werkbänke, dann ist das ja alles irgendwie kein Problem mehr. Ja. So, finde Händler. Wir müssen auch zufälligerweise nach Südosten. Okay, dann machen wir das. Wir gehen nach Südosten. Looten ein bisschen. Und wie sieht's denn aus? Haben wir noch Steine? 34 Stück. Ich nehme mal hier ein paar Steine mit. Obwohl, warte mal, wir können hier eventuell... Wir haben ja jetzt 4 Punkte. Und wir müssen natürlich schauen, dass wir... Dadurch, dass ich jetzt alleine spiele, ja, müssen wir natürlich schauen, dass wir uns erstmal ums Überleben kümmern. Wo ist denn... Bin ich jetzt blöd? Wo ist denn das? Ist das hier? Vom Landleben. So, da setzen wir direkt mal einen Punkt rein.
Wir setzen mal einen Punkt in den Prügelpeter rein. Wir setzen einen Punkt in den Bergarbeitermeister rein. Und wir setzen mal einen Punkt in den eisernen Magen oder in Ausdauertraining. Ich glaube, wir nehmen mal Ausdauertraining. Dann kommen wir ein bisschen schneller voran, machen ein bisschen mehr Damage und dann lassen wir uns mal überraschen, wie es so weitergeht. Ja? Ich habe halt etwas vor in diesem Modpack. Und die Tatsache, dass wir große Stacks haben und auch ein sehr großes Inventar, macht das auch ein bisschen einfacher, ne? Weil wir können halt besser looten, wir kriegen viel mehr mit. Wenn wir mal den Packesel noch oben haben oder ein paar Doppeltaschenmods und so einen Krempel da drin haben, dann sind wir auch nicht so schnell überladen und dann kannst du mehr mitnehmen, verlierst auch weniger Ausdauer beim Laufen, weil du nicht so schnell überladen bist. Das hat schon alles sehr viele Vorteile, ja. Und ich habe halt, wie gesagt, etwas vor. Ich sage jetzt noch nicht, was es ist. Ich brauche dafür den geeigneten Platz. Sagen wir es mal so. So, bis zum Händler sind es nur 300 Meter. Das ist natürlich sehr schön. Ich könnte mir ja mal hier so einen Speer bauen, ne? So, wir machen mal einen Speer. Und Steinpfeile. Ja, können wir nur einen machen. Wir brauchen ein paar mehr Nester noch. Schauen wir mal, was wir hier so finden. Ich nehme mal ein bisschen Baumwolle mit. Ein paar Chrysanthemen. Dann können wir uns eventuell Mineralwasser machen. Ne? Mineralwasser war doch reines Mineralwasser. Achso, da brauchen wir Ödlandschätze, Band 4. Achso. Da brauchen wir, glaube ich, Kohle für und Chrysanthemen und so ein Krempel. So, okay, dann machen wir uns noch mehr Pfeile. Aha. Was hüpfen die denn da rum? Guck mal, der hüpft die ganze Zeit da rum. Kleiner Hüpfi. Beruf verfehlt oder was? Der Tom. So. Tom liegt am Boden. Die Schmiede hat übrigens auch 3 Slots hier in dem Modpack. Da passt also dann ein bisschen mehr rein in die Schmiede. Da ist noch ein Nest. Jo. Wie heißt du denn, Kollegin? Maggie. Die sieht auch irgendwie fast aus wie Maggie aus The Walking Dead, ne? Ja. Oh, da rennt ein Huhn rum und ich kann nicht. 2 Hühner sogar. Ich kann sie nicht mitnehmen. So, du auch noch. Ein Halbi. So. Jo, dann komm mal her, Kollege, her. So. Wie gesagt, der Zombie-Spawn, Donald. Donald, gucke da ein Donald, Trierer Blatt. Geil. Ja, der Zombie-Spawn ist halt erhöht, merkt man auch direkt. Da vorne rennt der Huhn rum. Wo ist denn eigentlich mein Bogen hin? Den könnte man mal eventuell hier, ne? So. Machen wir mal den hier noch weg. Vielleicht bekommen wir einen Honig raus. Das wäre sehr gut. Und ich muss mal ganz kurz, warte mal ganz, eine Sekunde, ich muss mal ganz kurz auf dem Desktop tappen. So. Sonst sehe ich nämlich nicht, wie lange ich schon aufnehme. So. Erik. Oh. Mein Azubi heißt auch so. Aber der sieht nicht so aus wie mein Azubi. So, auf Richtung Händler.
alles noch so ein bisschen mitnehmen, was man mitnehmen kann, und dann gehen wir dahin. Der Tag ist auch ein bisschen anders eingestellt. Ich spiele jetzt einen, der dauert 75 Minuten in Echtzeit. Und die Nacht ist etwas kürzer. Wir haben also anstatt 18 Stunden Tageslicht haben wir hier 20 Stunden Tageslicht. Heißt, wir können bis nachts um 12 draußen rumlungern, ohne dass die Zombies uns unbedingt nerven. Hab's also ein bisschen einfacher eingestellt, könnte man sagen. So, jetzt machen wir mal gerade hier den Kollegen Händler hier leer. Looten uns hier durch. Und dann tun wir dem alles schön verkaufen, was wir hier so finden. Wie ihr seht, der Loot steht auch auf 100%. Wenn der nämlich auf 200 steht, wären hier jetzt zwei Bücher drin. Daran erkennt man nämlich, wer mit erhöhtem Loot spielt und wer nicht. Mhm. So. Da ist nix. Da, ne? Hier ist noch ein bisschen Müll. Müll ist toll. Müll nehme ich immer gern mit. So. Hier steht eine Werkbank. Klopft da so. Ach da, er da. Und T-Shirt. Direkt mal anziehen. Oh. Eine Bunkerknackermod. Ja. Also wir spielen im Moment auf ganz einfach. Mayo. Oh geil. Ich hätte gern einen Schubka Fritten und einen Eimer voll Mayo. Wir spielen gerade auf super duper easy. So die ersten zwei, drei Folgen. Schauen wir mal. Ich habe, wie gesagt, ja schon heute Mittag mal wollte ich eine Folge aufnehmen. Das ist ja dann leider in die Hose gegangen, weil ich ständig unterbrochen wurde. Und habe festgestellt, dass man in dieser Alpha doch recht in diesem Modpack doch recht schnell ins Gras beißen kann. Je nachdem, wo man sich aufhält, weil dieser Zombie-Spawn so erhöht ist. Und das kann einem ganz schön auf die Füße fallen. Ich meine, ist ja klar, ist ja jetzt nicht so, als wenn ich damit prinzipiell nicht klar käme, aber ich bin halt heute Mittag in dieser Folge. Guck mal hier, jetzt stehen hier schon zwei vor der Tür. Das gibt's gar nicht. Nehmen wir die mal mit hier. Oh. Da kommt der nächste. Na. Muss mal um den rum und die Tür zu machen. Dip 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 ding 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 ding. Daneben. So, nehmen wir nochmal hier unseren Knüppel. So. Geht doch. So, hier steht auch noch irgendwas. Oh, eine Antibiotika, geil. So, da geht's dann da rein, okay. Da vorne steht schon der nächste Zombie. Also, ich habe es, wie gesagt, heute Mittag spaßeshalber auf Abenteurer gespielt, ne? Und das war in der Stadt. Hm, joa. Komm mal her, stehen schon wieder zwei Zombies hier vor der Tür. Ne? Das ist echt krass mit dem erhöhten Zombie-Spawn. Soll man echt nicht meinen, ne? Und als ich dann so am Testen war, dann bin ich in irgend so ein kleines Haus reingegangen und da ist mir, was ich auch nicht kannte, war so ein einzelnes Wochenendhäuschen irgendwo in der Prärie, so ganz alleinstehend halt. Bin da rein und kannte das Ding auch nicht wirklich
bricht mir der Boden unter den Füßen weg, zack, direkt Bein gebrochen. Nach 2 Minuten, ne? Erste Amtshandlung, Bein gebrochen im Let's Play. Und dann keine Ausdauer mehr, verstrahlt, den Honig getrunken, direkt eins aufs Maul gekriegt, direkt wieder neu verstrahlt. Ja, und dann kämpfte ich mal durch bei dem Zombie-Spawn. Da hast du dann noch so 3 Minuten Zeit oder so, bis du dann endgültig aus dem Latschen kippst. So ging es mir jedenfalls. So. Okay, dann gehen wir mal hier zum Kollegen. Bob's Salvage. Hallo Bob. Bob der Baumeister. So, wir verkaufen ihm dieses schicke T-Shirt. Die Stahlspitzen da. Wir kaufen ihm den Messing. Die Robotikteile kann er haben. Das kann er haben, das kann er haben, das auch. Das Blei weg, Teile weg hier. Das kann er nicht verkaufen, das können wir wegschmeißen. Benzin. So, dann haben wir jetzt mal 1000 Jetons. Wir haben auch unter anderem hier diese Quests bekommen, automatisch, gerade vom Modpack. Falls ihr euch fragt, wo das hier jetzt plötzlich herkommt. Und dann schauen wir mal, was hat er denn Gutes hier? Er hat Kochtöpfe. Wir haben 1000 Jetons. Was bringt die Zange? 40. Der Dietrich? 20. Wir brauchen einen Kochtopf. Wir brauchen einen Grill. Ich brauche noch 200 Jetons irgendwo her. Benzin. Ah, scheiße, geht nicht. Die Rohre 24. Ich verkaufe mal die Rohre. Pflastersteine. Will er nicht haben. Die gute Bunkerknacker-Mod verkaufen. Den Juckersaft. Wir haben hier 6x Tee. Wir haben 4x Wasser. Verkauf das mal. Muss irgendwie auf die 600 da kommen. Die Mayo. Tun wir die mal weg. Plastik. 568 haben wir jetzt. Hier ein Zement. Will er nicht. Ah, Mann. Oh, Baumwolle. Baumwolle geht. Ja, geil. So, dann kaufen wir uns noch einen Grill. Gut. Sehr gut. You come back sometime. Auf jeden Fall. Hast du irgendwelche Aufgaben? Im Süden. Abholen. Beseitige Zombies abholen. Am I gone funeral home? Na, lass uns das mal machen. Jo. Okay, wir müssen nach Süden, Norden, Süden, darunter. So, wir sind auch scheinbar hier direkt an der Stadt. Hm? Stufe 1 abholen, ja. Da ist die nächste Tante. Das gibt's nicht. Mann, oh Mann, oh Mann. Hier ist was los, ey. Ist es denn wahr? Ständig einen neuen Zombie. Da kommt der nächste. Und da stehen 2 Hirsche, die brauche ich. Auch die 2 Hirsche und da sind schon wieder 2 Zombies.
So, schnell dahin. So, können wir uns schon Knochenmesser machen? Jo, perfekt. Muss ich gerade ein bisschen beeilen. Sehr schön. Dann haben wir zumindest mal ein bisschen Fleisch auf Tasche. Können wir uns heute Abend eventuell noch was grillen. Na, läuft. Sehr gut. Am ersten Tag gibt es gleich mal Hirschbraten. Damit kann ich leben. So, sehr gut. So, und wir hatten ein Level up, ne? Pass auf. Lass mal gucken. Wir müssen unbedingt ein bisschen in Standhaftigkeit reinmachen. Fühlt sich etwas besser als vorher. Verursachst 210% Schaden mit Kopfschüssen und hast mit deinen Fäusten und Maschinengewehren eine Chance von 10% dein Ziel zu zergliedern. Weil wir brauchen auf jeden Fall vom Landleben auf 3. Und wir müssen das hier mindestens auf 5 kriegen. Deswegen bleiben wir mal so ein bisschen hier dabei. In der Ecke hier. Und versuchen die Standhaftigkeit hochzukriegen. So, wir haben 14.41 Uhr. Das ist doch gut. Aha, da kommt der Geschäftsmann, der Alte. Der Gute. Guten Tag. So. Ja, Himmel, Herrgott. Vielleicht hätte ich sollen doch noch einen in den Knüppel reinkloppen, hä? Der gerade umgekippt ist, so, Kopf nach rechts außen geneigt, so. Hey, Kaffeebohnen. Sehr schön. So. Was, noch ein Hirsch? Big Hitters. Holzknüppelqualität 2, ja geil. Das ist gut. Könnt ja mal hier die Bunkerknackermod reinmachen, ne? Ach, das sind 2 Zombies, ey, so ein Shit. Wenn ich den Hirsch jetzt abschieße, dann fressen die den sowieso auf. Mann, fall um. So, jetzt noch die alte da. Das war ein guter Schuss. Jetzt den Hirsch. Nein, lass mein Hirsch in Ruhe. Scheiße. Mann, das ist mein Hirsch. Schon die Hälfte weggefressen, ey. Fräsiges Ding, du. So. Okay. Dann würde ich sagen, wir gucken jetzt mal. Wir gucken jetzt mal, dass wir hier irgendwo was finden, wo wir dann wohnen könnten. Ich lass mal gerade ein paar Zombies stehen. Was ist denn das hier für eine olle abgebrannte Bude? Rooms and Drinks. Hat einer seinen Sattelschlepper vorgeparkt? Frag mich gerade, wie er das Ding hier so hingekriegt hat. Na ja, gut, so zweimal, dreimal hin und her jonglieren, wa?
Und dann geht das. Ja, ja, ich dich auch. Also ich will nur an den Briefkasten ran. Ich mache jetzt mal hier einen auf Briefkastenmensch. Briefkastenlooter. Das ist eigentlich eine schöne Bude, ist nur ein bisschen groß alleine. Brauchen wir Kleineres. Können wir so ein bisschen hier die Autos noch looten. Eine Schaufel, das ist gut. Da vorne rennt ein Huhn rum. Da ist ein Poppenpilz. Das ist ein Huhn. So, das gibt nämlich schön Federn. So, hier wäre unsere Quest. Guck mal, wie viele Zombies hier sind. Das ist echt krass. Das ist echt krass. Ein Poppenpilz, das Ding da ist total am Arsch. Electronics sind da vorne. Hier ist das Fastfood-Restaurant. Wir rennen überall wilde Tiere rum. Ich muss mir gar keinen Kopf machen, dass ich keinen Hirsch finde oder so. Ich glaube, wir gehen ein bisschen nach außerhalb. He? Was ist denn das da? Ist das ein Waffenladen? Kann das sein? Nee, das ist irgendwas anderes. Da ist eine Farm. Ach, ich glaube, da ist auch irgendwie so eine Farm oder sowas, ne? Joey USA. Joey's Carlot, ne? Das ist hier irgendwie so ein Autoteile-Ding. Und hier geht's dann wieder in die Stadt rein. Wo dann direkt Action ist. Was ist denn hier hinter? Parkplatz. Plating. Ich wohne hier in dem Sattelschlepper. Hier ziehe ich ein in dem Ding hier. Paar Stahlplatten außen dran getackert, na geht das. Hier ist so ein Schrottplatz. Aber ich will auch nicht zu weit weg eigentlich vom Händler. Huch, da krabbelte ein Zombie unter mir dort. Da ist eine kleine Bude. Joy Bros Builders. White Load. Ach, das ist hier das schwebende Haus hier, ne? Warte mal. Das ist hier dieses schwebende Haus. Warum denn eigentlich nicht? Man müsste nur hier ein bisschen was wegbauen. Oder? Bin mir gerade so unsicher. Gibt's denn hier Schönes drin? Baublöcke. Ein schwimmendes Huhn. So, und das hier, das ist, glaube ich, eine Stufe 2 Poi, ne? Kann das sein? Stufe 4, okay. Da brauchen wir noch nicht hin. Eigentlich wollte ich näher beim Händler bleiben. Wo ist denn der Händler jetzt? Da oben. Ah, ihr seht schon, ne? Das ist echt krass. Das ist wie früher in 7 Days. Da war der Zombie-Spawn auch so hoch, ne? Du konntest in der Stadt keine 20 Sekunden stehen bleiben. Du hattest direkt eine ganze Schar an Zombies um mich rum. Keine Chance gehabt. So war das früher. Habe ich ja mal in dem LP. Früher war alles besser. Oder wie ich das genannt hatte. Da hatten ja Jule und ich mal spaßeshalber eine uralte Version von 7 Days gespielt. Da war das auch Thema. Damals. So, ich nehme mal hier so ein bisschen Mais mit. Ich weiß doch nicht so genau, was ich damit mache. Aber wir nehmen ihn mit. Werde wohl wahrscheinlich... Ach, guck mal.
mal hier, hier ist noch eine kleine Bude. Big Buns, das ist der Kindergarten, ne? Da ist dieses komische Zementwerk. Was ich im Übrigen, keine Ahnung, mag das. Mag das Ding überhaupt nicht. Also es sieht schon relativ realistisch aus, der Teil, ne? Sieht ganz gut aus. Ist Prefab, aber irgendwie mir gefällt es nicht. So, ich weiß nicht. Mich zieht da gar nichts hin. Oh, ein Kartoffelseed. Cool. Ja, wir bräuchten irgendwas aus Stein und das hier. Das ist doch hier das andere Auto-Ding. Hier gibt es auch ganz viele Briefkästen. Da hatten wir, glaube ich, schon mal eine Base drauf gebaut auf dem Ding. Wenn ich mich nicht täusche. Da vorne ist ein Baumarkt. Die Bücher können wir da gleich lesen. Joey's Cars. Guck mal. Da wäre ein Baumarkt. Da ist die Baustelle. Da vorne wäre ein Elektroladen. Und der Händler ist jetzt auch nicht zu weit weg. Ist ein Stückchen. Wenn wir ein Fahrzeug haben, geht das aber. Ich glaube, ich bleibe hier auf Joey's Car Lot. Ich glaube, das ist noch so die beste Idee. Wir könnten höchstens mal gucken. Was ist das hier für ein Teil? Ach, da ist dann hier außen die Treppe, ne? Die macht das dann natürlich ein bisschen ungünstig. Wir bleiben auf Joey's Car Lot. Wir hauen mal hier der Tante eins drüber. So, okay, dann nehmen wir mal hier unsere paar Blöcke und wo bauen wir den Aufgang hin? Wo machen wir das? Die Baustelle da sieht eigentlich auch cool aus, ne? Da kannst du dich schön austoben auf dieser Baustelle da. Na, Torben. Also ihr merkt echt, also der Zombie-Spawn ist echt heftig, ne? So. Ich glaube, wir machen den Aufgang einfach hier an die Seite. So, dann können wir hier immer so rüber gehen und dann würde ich hier vielleicht für den Anfang, was ist denn das hier? Das Eisen, ne? Warum kann man denn hier, ach, das ist ein halber Block. Okay, also ich sehe schon, wir müssten hier auf jeden Fall erstmal eine ordentliche Decke reinziehen. Und zwar relativ hoch. Hier können wir nichts hinbauen. Was hat das denn so? Auch 1000. Sitzt dann da auf dem Ding drauf, ne? Oh,
Warte mal, ich gehe mal hier hinten hin. Oh. Okay. Warte. Wir müssen, oh, da ist eine Leiter. Die muss weg. Die muss auf jeden Fall weg, die Leiter. Das gibt sonst eine böse Überraschung. Das Ding hier ist auch ein bisschen geändert worden. Ach, da ist noch eine. Zwei Leitern hier. Ist ein bisschen umgebaut worden, der Poi. Der war vorher ein bisschen anders. Also hier oben die Dinger, die waren so nicht hier oben dran irgendwie. Da sitzt noch eine Tante. Aha, jetzt haben wir ihn noch geweckt, den habe ich übersehen. Die immer diese blöden Leitern, die hier hochgehen. Aber die ist abgebrochen. Okay. Abgebrochen ist. Oh. Kommt er denn her? Hui. Okay. Das Ding hier muss auf jeden Fall irgendwie weg. Es dauert nur leider ewig lang, bis man hier so eine Leiter mit der 1er Steinaxt weggeschlagen hat, ne? Es dauert eine Ewigkeit. Also zumindest hat eine Stück da muss weg. Oben kann ich ja dann vielleicht noch irgendwie zwei Woodframes hinstellen oder so. Am Anfang. Und den Rest von der Leiter müssen wir dann wegschlagen, wenn wir mal irgendwie eine bessere Axt haben oder so. So. Das macht mich schon mal ein bisschen zufriedener. So. Dann gehen wir mal hier. Machen wir mal gerade ein paar Leitern. So, und dann werten wir hier auf und dann können wir oben rüber gehen, nehmen die Blöcke nochmal weg. Jetzt da wegnehme, fällt nicht runter. Okay, das ist schon mal gut. Den nehmen wir auch weg und dann gehen wir da vorne hin. Jetzt mal hier hin. Und da ein paar Woodframes hin. So, dann sollte da schon mal nichts mehr passieren. Und jetzt haben wir doch hier noch irgendwo, wo war denn die Leiter? Hier. Aha, da geht es schon los. Kommt die nächste Tante, ey, das gibt's nicht, ey. Hat die da rumslidet, ey.
Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, das Ding hier muss auf jeden Fall komplett weg. So, Kampfmusik geht weg, das ist gut. Machen wir mal hier die erste Folge ein bisschen mit Überlänge, bis wir hier einigermaßen safe sind auf dem Ding hier oben. Wobei wir sind noch nicht so wirklich safe sind, weil wenn einer irgendwie auf die Mauer kommt und da über dieses Tor spaziert, kann der auch hier hochspringen. Ah, da müssen wir hier, wir müssen hier noch ein bisschen bauen. So, wir sind durstig. Okay, pass auf, dann trinken wir mal hier so einen Tee. Und essen mal hier so einen Linseneintopf. Die tun wir mal reparieren. Da können wir eine bessere bauen mittlerweile schon. Steinaxt. Oh ja, können wir Stufe 2 bauen, das ist gut. So, verändern. Nehmen wir die direkt raus. Wo ist denn die neue? Da. Verändern. Dann geht es wenigstens ein bisschen flotter. Die können wir zerlegen. Lesen, lesen, lesen. Lesen, 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 lesen. Steinspeer. Immer noch Stufe 1. Okay. So, machen wir jetzt schon mal ein ganz klein bisschen mehr Damage an dem blöden Teil da. Ich glaube, ich mache das später einfach komplett mit Woodframes zu hier oder so. Und da gab es auch noch eine Klappe, ne, da vorne. Da war auch noch irgendwo so eine Bodenklappe. So. Wollen wir mal gerade gucken, wenn hier einer auf die Mauer käme und hier rüber gehen würde, ne? Ach, das ist auch ein halber Block hier. Sag mal. Langsam nervt das Ding hier. Dann vielleicht doch auf das Nachbargebäude gehen. Das sieht irgendwie besser aus obendrauf. Ich glaube, ich gehe da rüber, das hier, das nervt. Alles hier so halbe Blöcke hier oben. Ey, du kannst ja nichts irgendwie gerade bauen. Dann gehe ich lieber da rüber. Solange wir noch nichts gemacht haben hier. So. Gehen wir nämlich hier hin. Oh, da steht ein Springer. Oh, daneben, ey, das gibt's ja nicht. Schon wieder? Kann natürlich gut sein, dass hier noch irgendwo der Boden einbricht oder so. Aber das hier, das macht doch schon einen wesentlich besseren Eindruck. Dann legen wir hier eine Reihe Woodframes rein oder zwei. So, hier gibt es noch ein bisschen Stoff. Ein Lederkoffer. So, hier ist auch so eine Kackleiter. Aber die ist
abgerissen, oder? Kann das sein? Ja, die ist abgerissen. Die geht nicht bis hoch. Okay, die machen wir dann bei Gelegenheit weg. Lass mal hier noch gucken. Hier noch irgendein Wuffi ist oder so. Oder ein Zombie. Scheint nichts mehr zu sein. Man kann auch überall laufen. Außer hier vielleicht. Ja, das habe ich mir gedacht. Okay. Gut, dann haben wir erstmal was, wo wir safe sind. Wir müssten nur hier das wegbekommen. Dass hier keiner hochkommt. Aber das geht ja. Das ist ja relativ schnell gemacht. Dann bleiben wir halt hier wohnen. Finde ich auch okay. Kann ich mich mit anfreunden, auf jeden Fall. So. Kommen wir da auch dran? Nee. Na gut, halb so wild. Okay, dann würde ich sagen, wir sehen uns hier in der nächsten Folge nochmal wieder. Oh, die Lose, ey. Überall rennt hier was rum. Wir sehen uns hier in der nächsten Folge nochmal wieder. Und dann schauen wir mal, wie wir die erste Nacht hier überstehen werden in der Beta Vanilla. Also ich muss sagen, bisher gefällt mir das echt gut. Und ich denke mal, es wird noch viel, viel besser werden. Viel, viel besser werden. Okay, danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.